Lass dir von unserer Straußkreation Frühling in tollen Farben die gute Laune ins Wohnzimmer bringen. Wir zeigen dir, wie wir diesen Strauß in der Vase arrangieren würden. Platziere zunächst das Drahtgestell, um danach kreisrund an den Außenseiten die Zweige hineinzustecken. Du kannst diese fixieren, indem du den Draht um die Zweige wickelst. Übrigens, den Draht kannst du jederzeit wieder neu verwenden für einen neuen Strauß. Und nun sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du kannst die Blumen ganz individuell in dieses Gestell hineinstecken, denn sie haben ja jetzt einen sehr guten Halt. Wir würden dir natürlich empfehlen, dass sich die Farben und die Blumen abwechseln, damit es ein bunter Mix wird und schön ausgewogen aussieht. Du kannst darauf achten, dass du die Blumen sehr schräg anschneidest, damit sie viel Wasser aufnehmen können und lange frisch aussehen. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim selber Gestalten und Arrangieren.